Hey Leute, ich bin wieder Drache Charo mit LP hindran und wir fahren fort mit Let's Play Xenoblade Chronicles. Beim letzten Mal haben wir gegen Ghetto gekämpft, beziehungsweise gegen das, was von ihm übrig geblieben ist, nachdem er von Egil nun zu einer Mekkon-Einheit wurde. Und heute geht's in die Central Factory. Das Gebiet, das zwischen uns und der Hauptstadt der Mekkon liegt. So, ah, das ist so ein Übergang, stimmt, da war was. Vanaya will uns, sagte uns von wegen, ja, ihr werdet verstehen, was ich... Oh. Ich hab vergessen, wie episch das aussieht. Guck dir das mal an, oh Gott, die Environments, holy shit. Alter. Ja, gut. Das Spiel sieht gut aus, wir wissen das alle. So. Mekkon ist Zentralfabrik. This is the central factory within the chest of the Mekkonis. Can you see the ring up ahead? At the base of that ring is a transporter that leads to Agnirotha. We must first head there. This place is full of autonomous security, Mekkon. Tread carefully. So, zum Zentralturm. Der Aufzug zum Hauptturm der Zentralfabrik funktioniert nicht. Finde einen anderen Weg. Ah, stimmt. Die Musik hier, also wie gesagt, so ab Mekkonis wird das Spiel einfach so richtig, richtig krassig awesome. Also es ist ja schon vorher cool, aber ab hier wird's richtig super. Ja, stimmt. Vanaya hat ja irgendwas gesagt, von wegen, ihr werdet verstehen, was ihr meint mit... Wir mögen Sansa nicht, sobald ihr unsere Hauptstadt erblicken dürft. Und, oh, das war so der epische Reveal. Aber bis wir dorthin gelangen, wird es noch ein Weilchen dauern. Und ja, also, Central Factory. Hier gibt es eine sehr, sehr böse versteckte Queste. Es ist eine von diesen Surprise-Questen, wie damals das Mädchen, das gebadet hat und die Wolfen sind dann aufgetaucht. Wölfe, Wölfe, wie auch immer. Etwas in dem Stile. Aber dorthin, das habe ich vom ersten Playthrough tatsächlich fast verpasst. Ich war noch ein bisschen am Erforschen, bevor ich dann den Point of No Return überschreite. Und ich habe das randomly gefunden. Ich war like, okay. So. Gut. Die Musik ist die Musik ist so gut. Aber honestly, das Worldbuilding in den ganzen Xeno-Spielen ist ja sowieso immer top-notch. Oh. Es ist echt schade, dass wir bei Xenoblade Cross nie wirklich so intricate Sachen sehen durften. Aber naja, man kann nicht alles immer in jedem Spiel haben. Dafür kommt halt dann Xenoblade Cross 2 irgendwann mal raus, ne? Hoffentlich. Die Hoffnung stirbt zuletzt und so, ne? Aber ja. Aber hier haben wir, glaube ich, sonst keine Sidequests, außer halt so Surprise-Quests und... Wir müssen auch zur anderen Seite, ich mache alles ja... Oh, hallo! Milde Florence, du bist ein Mann. Warum probst du mich? Auf mich zu fokussen. Was soll das? Wir verzaubern jetzt einfach mal schnell. Ich setze das hier ein. Ich setze das hier ein. Dann das hier.
Was ist gerade passiert? Es hat irgendwas eingesetzt. Weiß. Vielleicht sollten wir die Grenze erst verbinden. Ja, komm schon. Rein und werfen. Gut. Sehr schön. Und physisch Abwehr senken. Okay. Die anderen nerven. So. Und ich habe ja momentan ein bisschen Schuld da vorne, weil es so ein bisschen gegen die ganzen Backhorn. Fokus auf den. Ja, jetzt fängt so ein Ding an. Ich muss mal wirklich noch gucken, wie wir das mit der Affinity machen. Die ganzen Harmoniegespräche. Weil. Lustig. Wir haben bisher wirklich nur sehr wenige gemacht. So. Okay. Gut. Ja, wir gucken mal. Wir können die auch alle am Schluss machen von mir aus. So kurz vorm finalen Bossfight noch alle Karolin-Gespräche durchkauen. Komm. Schala, mach noch einen Headshot. Oh. Oh, jetzt kriegt jemand richtig Aua. Quatsch mit der Schlag. Sehr schön. Gut. Und wir kriegen... Oh, super. Wir kriegen ein Talentbuch. Auch wenn ich lieber Talentbücher für gewisse andere Charaktere hätte. Hust. Sehr schön. Okay. Ich kann eigentlich mit Schnellreise wieder runter. So. Dann können wir noch landen. Landeplatz 1 schon erforschen. So, wir sollen noch versuchen, die meisten der Tyrannen mitzunehmen, sobald wir sie sehen. I'm never gonna give up. Weil, wie gesagt, das ist dann... Später können wir nicht mehr zu diesem Ort hin, sobald ein gewisses Event gelaufen ist. Und ich würde eigentlich gerne dann doch alles mitnehmen, beziehungsweise euch zeigen, wo ihr die ganzen Tyrannen finden könnt. Einfach nur, weil vom Level her sind die eigentlich ganz gut bestückt. Sollte eigentlich also funktionifizieren. Ach stimmt, der Zentralaufzug funktioniert ja nicht, da war was. Wir müssen ja eh hier hin. Ich wusste das natürlich und habe das absichtlich gemacht. Aber oh, guckt euch das mal an und sagt mir, das... Ups. Ist nicht episch, es ist so gut. Ich finde es auch schade, dass es zu Xenoblade Chronicles kein wirkliches Artbook gibt, wie zu Xenoblade Cross. Es gibt halt nur die Secret Files mit... Hintergrundinfo zu den Charakteren, Storyboard, Information, stuff like that. Das hätte mich doch sehr gefreut, wenn sowas gäbe. Wieso wird das nicht in die Luft springen? Okay, wir sind nicht Jackass. Ihr habt recht. Runter oder nach oben? Guck mal, nicht weit. Okay. Was heißt dann runter? Wir sind beim Wartungsflügel angekommen. Und hier können wir durch. Sehr schön. Zu den oberen Ebenen kannst du offenbar mit dem Aufzug beim Wartungsflügel gelangen. So. Ach je. Ich muss sagen, jetzt sind wir bei Xenoblade tatsächlich relativ nah am Endgame. Es kommt zwar noch einiges, aber das meiste haben wir tatsächlich hinter uns. Wenn ich mich... stimmt. Der ist ja ein Tyrann. Na gut, dann holen wir uns den da. Und dann holen wir uns auf den Tyrann. So, guys. Focus on the enemy. Sehr gut. Affinity geholt. Ja, vor allem wenn wir kämpfen müssen, haben wir nicht sehr weit. So, nice. Okay. Los geht's. Oh,
Okay, unsere Interdefense ist down, aber. Ne? Ja, greif Ryan an. Weil triffst du überhaupt? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. So, dann wollen wir mal wieder ein bisschen Damage reinbringen. Mit einem sehr günstigen Trio. Ja. Das war jetzt nicht sehr viel Damage, aber. Der ist nicht gut. Gut, geschafft. Und jetzt wieder den goldenen Drop. Das ist. Ah, ein weiteres Technikbuch. Sehr schön. Genau, das ist auch einer der Gründe, warum ich die alle mitnehmen will, weil die können Technikbücher droppen, die Masterstufe. Lesen. Sehr gut. Und eben für gewisse Techniken kann man die nur durch Gegner bekommen. Das ist dann natürlich etwas unpraktisch in gewissen Bereichen, aber naja. Was kann man da tun? Dieser Apparat scheint Waffen zu produzieren. Oh, das brauchen wir später für eine Sidequeste. Die es so nicht bringt, aber naja. Was soll man tun? Man macht Sidequests. Aber also viel später? Etwas später. Ihr werdet sehen, wann das ist. So. Nein, ich wollte jetzt noch Nier spielen, aber da habe ich gesehen, dass ich nicht wirklich mehr. Dass ich keine Episoden mehr habe. So. Wartungsflügelflucht. Der Weg zum Wartungsflügel zum Aufzug ist durch eine elektrische Barriere blockiert. Schalte die Barriere ab, um zum Aufzug zu gelangen. Verwende die Kraftfeldschalttafel, um die elektrische Barriere abzuschalten. Ach ja, ich habe ja am Dienstag meine Ökologieprüfung. Oho, du siehst mich sogar. Das ist lustig. Du hättest nicht gedacht. Boah, und dann noch zwei weitere Brücken. Ich habe so keinen Bock. Ich will viel lieber die ganzen Tagito-Spiele spielen. Vor allem mir, damit ich abnehmen kann. Ich will nicht wissen, was NWE ist. Meine Güte. Ich sag jetzt nichts Spoileriges. Es ist trotzdem. Es nervt lieb, dass es passiert ist. Das sollte ich wohl nicht einschalten. Was macht das denn? Oha. Ja, die können wir alle bekämpfen. Ja, das tun wir jetzt nicht. Wir machen jetzt einfach nur die Tür auf. Du hast die elektrische Barriere im Wartungsflügel abgeschaltet. Sehr gut. Ja, jetzt kommen noch ein paar Gegner raus. Denken sie so, was ist hier kaputt? Wer war das? Was wollte ich noch machen? Ich wollte noch gucken, wie unsere Affinity jetzt eigentlich steht. Zu unseren Teammitgliedern. Oh, ja. Ja, das wird noch dauern. Sobald ich halt alle auf Herzchen mit Schalk bekomme, bin ich glücklich. To be perfectly honest. Wir haben ja noch einige Quests vor uns, bei denen wir uns noch ein bisschen Affinity holen können. Und vor allem, ich kann auch Harmoniegespräche machen. Stimmt, da war was. Okay. Stimmt, da war was. Ich kann auch Harmoniegespräche machen. Dadurch kriege ich ja auch Affinity. Durr. Ich bin ein Trottel, ich weiß. Ich weiß. So. Dann wollen wir mal. Aber die werde ich wohl tanken müssen. Ja, wahrscheinlich. Wenn ich hier mein Shadow. Komm ich hinter dich? Ach, das ist. Ja gut. Dann machen wir das jetzt so. Warum ich die jetzt gewechselt habe. Die kriegen verdammt viel Affinity durch Harmoniegespräche. Ja. Ich warte, bis der aufsteht. Not a chance. Oh, ich bin so ein Held, ne? Ja. Mal gucken, wann wir die Harmoniegespräche dann doch durchführen. Ich würde die mit Dunbein können wir theoretisch
jetzt alle machen, außer das Gebiet ist noch nicht freigeschaltet. Aber ich guck mal. Ich glaube, ich weiß, zu welchem Zeitpunkt wir das machen können. Dann machen wir das. Wir holen alle Harmoniegespräche, die wir dann holen können. Und dann gucken wir mal, wie die Affinity steht. Und das ist der zweite Engelsmotor X, den wir benötigen. Bringen wir die beiden Teile zurück nach Kolonie 6. Ah, stimmt. Colony Upgrades. Angel Engine X. So, jetzt haben wir zwei Wege. Jetzt können wir entweder hier hoch oder runter. Oder wir können durch den Korridor. Ich weiß aber nimm, welcher Weg jetzt wohin genau führt. Ja, wir gucken uns das mal im Korridor. Und dann gucken wir mal, wohin uns der Aufzug führt. Wir gehen dann mit Schnellreise wieder hier hin. So ist ja nicht. Ich glaube, das hier war der Weg, der irgendwo hinführt. Oder? Ah, das meinte ich. Spontanmission heißt die auf Deutsch, stimmt. Beseitige die Verstärkung. Ein Mekkon-Trupp wartet im Nachschublager. Besiege den Anführer und senke so ihre Angriffskraft. Besiege den schönen Wagul im Nachschublager. Wir kriegen dafür heller XP. Das sind aber ziemlich viele Gegner. Okay. Let's do this. Das ist vielleicht nicht das beste Team dafür, aber... Verdammt. Ich krieg den ja nicht. War gut, dann tanke ich halt. I don't care. Ist halt nicht so das Optimale für einen Schub. Weil alles in den Angriffen halt... So die... ne? Wie seht. Ich würde auch gerne über Autodeck setzen, damit ich Monado ticken kann. So. Ah, der Fokus nicht, ne? Ah, ich würde sagen, wir holen zuerst mal einen Rückstand. Das macht zwar nicht so viel Damage, aber dann wird Ricky den hier machen. Panik. Melly wird jetzt auch machen. Und wir machen jetzt ganz, ganz, ganz dreist einen Schmetterschlag. Mit Ricky machen wir jetzt ganz, ganz dreist. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Wind. Habe ich noch Rot auf Ricky? Ich weiß nicht. Ja, machen trotzdem. Komm, Blumenstrom. So, du hast den Mekkon-Anführer besiegt und so die Angriffskraft gesenkt, ja. Wir haben verdammt viel Damage gedrückt. So, guys. Focus. Please focus on one enemy, danke schön. Wir können wieder einen Chainer-Dang machen, geil. Ja, komm schon. Den greifen wir an. Den da. Okay. Okay, hier wir gehen. So. Ein Angriff. Zwei Angriffe. Ich hab Melia. Sehr gut. Und die war leider Schluss. Hoffentlich haben wir vorhin eine richtig geile Chain-Zeit bekommen. Perfekt. Oh. Und. So, noch ein Unlock gefallen. Der steht nun auf. So, wie sehe ich noch? Sehr schön. Gut. Und das war tatsächlich nicht der optionale Weg. Ha, läuft. So. Und. So. Sehr schön. Was ist das jetzt? Damit haben wir die zwei Stück schwarzes Tyrol beisammen. Die Leute in Kolonie 6 brauchen sie für den Wiederaufbau. Los, bringen wir sie zurück. Ich verstehe immer noch nicht, wie genau die man, sobald man auf dem Fallen Arm ist, schnell reisen kann. Ja, immer muss ich alles verstehen. So.
Und wir kriegen noch ein Blutöl. Ah, dann können wir jetzt zum Aufzug und dann gucken, wie es dort weitergeht. Sehr schön. Ich muss sagen, es ist echt einer meiner Lieblings-Soundtracks, der gerade im Hintergrund läuft. Man merkt einfach so langsam, wird es richtig ernst. Aber ich meine, vergleiche mal jetzt so die späteren Lieder mit dem, Anfangsliedern, so Tephra Cave oder halt das, was in den Colonies so Dings. Oder halt zum Beispiel Bionis. Es ist einfach, man merkt, es ist das gleiche Spiel. Klar. Oh nein, war das nicht die Scheiße, wo die auf einen runterschießen? Yep, was war sie? Verdammt mich. So, finde einen Weg nach oben. Der Weg nach oben ist versperrt. Du kannst jedoch durch die Mekkon-Fabrik in die oberen Bereiche gelangen. Finde einen Weg in die Mekkon-Fabrik hinein. So. Das Einzige, was... genau, hier hat mich gestört, dass wenn die mich sehen, ich kann dann keine Items mehr aufheben. Also, schalten wir die mal preemptively aus. Genau. Das passiert dann. Die schießen nämlich von oben auf einen. So. Du schießt niemanden mehr an. Und, komm. Was denn? Schön. Das hat jetzt nicht gezählt, aber... So. Einer ist down. Eben, dann kann es passieren, dass uns der Typ hier einholt und auf dem gleichen Level ist ein Kampf gegen so eine bisschen zu anstrengend. Also es ist schon so eine Herausforderung, so, aber warum sollte man sich mehr Arbeit machen, wenn man es einfach sein lassen kann? So, da ist noch einer. Everyone! Das ist halt, wenn man das beim ersten Mal nicht weiß, ist es halt irgendwie... Warum wird es auf einmal so langsam? Was greift mich an? Hä? Du bist was? So. Und... Oh, sehr schön, wir haben Alkyone-Schuhe bekommen. Geil. Ja, die Alkyone-Sachen kriegen wir, glaube ich, nur... War das der Ort? Seht ihr den Gegner dort? Das war das, was so schwer zu erreichen ist, weil man muss, glaube ich, irgendwo da abspringen, auch vom Lift her, damit man da hinkommt. Ich weiß es nicht mehr, aber wir können mal gucken gehen. Wir aktivieren den Lift noch. Hi. Oh, Gott sei Dank ist unser Level relativ angenehm im Vergleich zu den Gegnern. Ich weiß, wir kämpfen sowieso irgendwie gefühlt alles. Autsch. Aber das tun wir nur, weil sie irgendwie dran sind oder sonst irgendwas. Darf ich das jetzt anmachen? Weil dann können wir damit runterfahren. Das ist lustig. Ja, jetzt können wir den Aufzug betätigen. Zuerst dort und dann hier. Ich glaube, das war der Ort. Ah, Schub, beweg dich. Und ja. Ricky ist drauf gelandet. Pff. Okay. Wer die Gegner sind respawned. Ich habe jetzt da nicht so die Lust drauf. Ist das das erste Mal, dass wir abgestürzt sind? Ich glaube schon. Eigentlich sollte der Lift ja jetzt da sein, ne? Ich glaube, das ist er. Ich will da noch drauf kommen. Ich weiß, die sind schon bei so viel Zeit und so. Der Lift jetzt. Ach, geil, wir haben den Lift geholt. Sehr schön. Es ist halt echt tricky von der Perspektive. Njum.
eben da ist so eine Queste, die die meisten tatsächlich verpassen, mich inklusive damals. Weil wer kommt darauf, dass man hier noch irgendwie doof gehen kann? Vor allem, ihr seht die Kamera. Ei. Oh Gott, wir haben es geschafft. Gut. Ja, aber ich würde mal sagen, wir beenden die Episode hier beim nächsten Mal. Gucken wir, was sich hier noch so machen lässt. Sollte eine weitere Überraschungsqueste sein. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zugucken. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.